Hallo und herzlich willkommen. Ich will nur kurz auf etwas hinweisen. Das hier ist die Löwe-Legung für die nächsten 14 Tage, wird gleich hochgeladen. Aber ich will alle mal auf etwas hinweisen. Ich habe hier bei Löwe die Sonnenkarte in der Mitte. Und das ist momentan ein Muster bei vielen Legungen, dass die große Arkana deines Sternzeichens in der Mitte ist. Dass da in der Mitte eure eigenen großen Arkanas kommen. Und das ist grandios. Das ist grandios. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass ihr zentriert seid, dass ihr bei euch seid. Hey Leute, wie fühlt es sich an? Ist geil, oder? Ich möchte einfach kurz mein Lob aussprechen an alle. Dafür, dass ihr viel mehr bei euch selbst seid momentan wie früher. Früher war es ganz anders. Früher war eher die große Arkana vom Gegenüber in der Mitte. Ja. Überhaupt waren alle Karten in Bezug auf das Gegenüber und von sich selbst gab es da nichts. Aber ich muss echt sagen, ich sehe momentan in den Legungen, ey. Ich habe vor allem Frauen, die hier zuschauen und oi, oi, oi. Also. Ja, man ist jetzt wieder zentriert und man pfeift auf das, was jemand zu bieten hätte. Ich meine, als ob wir uns das nicht selbst bieten könnten. Also da, ich sag nicht, oder holt euch Katzen und sterbt alleine oder so. Es geht nicht um das. Es geht mehr darum, dass das ist ja auch immer sehr so meine Bestrebung hier, klarzustellen, dass Liebe nicht ein Bedürfnis ist. Essen ist ein Bedürfnis. Toilette, Klo, ja, Klo ist ein Bedürfnis. Hände waschen ist ein Bedürfnis. Deodorant ist ein Bedürfnis, oder? Wasser trinken, oder? Autofahren ist zum Beispiel auch ein Bedürfnis, ein Auto, oder? Man muss von A nach B. Also das sind Bedürfnisse. Liebe ist kein Bedürfnis. Sobald Liebe ein Bedürfnis wird, ist es nicht Liebe, ja? Ist es nicht mehr Liebe, sondern einfach etwas, das irgendwas Leeres in uns füllen soll. Und das ist, ich meine, da kannst du ja gleich Torte essen. Also, das ist dann nicht Liebe, so wie man es eben kennt. Aber so, ja, so wie es eben sein sollte, Entschuldigung, so wie die Energien momentan sind, seid ihr sehr zentriert, sehr bei euch und somit ist der Sockel, ja, für die Marmorstatue, das ist dann die Liebe nun vorhanden, ja. Früher hat man jemandem die Liebe näher gebracht und dann hieß es, ja, aber ich fühle mich so einsam. Was ist dann? Ah, der Sockel sitzt dann noch nicht. Ah, ist dann noch nicht stabil. Da kann man noch keine Marmorstatue darüber bauen. Ja. Vielleicht einen Kerl dahin schicken, ja, der genauso sich einsam fühlt und dann, ja, streichelt man einander. Aber das ist dann nicht, das ist etwas anderes, das ist dann nicht Liebe. Ja. Und ich sehe jetzt einfach so in der allgemeinen Energie, dass ihr viel zentrierter seid als vorher. Also ich lege für Fische und in der Mitte große Arkane von Fische. Ich lege für Stier große Arkane von Stier da. Und oder all eure eigenen großen Arkanas zeigen sich in euren Legungen. Ihr seid momentan die bestimmende Energie in eurem Leben. Kopf. Ja, und das Stein. Wollte mein Lob aussprechen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bye bye.